Geschwindigkeit und und das das Tempo, Tempo mit dem. sehen. Upsala. Sorry, ich habe da einen Fehler gemacht. Können wir noch mal kurz von vorne anfangen? Tut mir leid. Ja. Okay, Okay, müssen wir müssen wir ganz ganz von von vorne vorne anfangen. anfangen. Alles klar. Sorry. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute grüße ich Matthias Gassel. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor, unseren geneigten Podcast-Hörern. Ja, Matthias Matthias Gastel, Gassel, seit seit 2013 für die 2013 Grünen im für Deutschen Bundestag, Mitglied im Verkehrsausschuss, Schwerpunkt Bahn, aber auch Güterverkehr und Logistik. Die Bahn ist eigentlich ein spannendes Thema, das große Rückgrat der deutschen Mobilität. Aber welche Rolle soll sie in der Zukunftsmobilität spielen? Wir Wir haben haben uns uns da da große große Ziele Ziele gesetzt gesetzt als als Grüne Grüne und ein und ein Stück Stück weit weit auch auch als als die die Ampelkoalition. Ampelkoalition. Und Und ich ich nehme nehme mal mal ein ein ganz ganz großes großes Ziel Ziel vorweg, vorweg, das das nicht nicht so so konkret konkret messbar messbar ist, ist, aber aber das das man, man, glaube glaube ich, ich, erreichen erreichen muss. muss. Wenn Wenn man man in in andere andere Länder Länder guckt, guckt, insbesondere insbesondere in in die die Schweiz, Schweiz, dann dann sind sind die die Menschen Menschen dort dort stolz stolz auf auf ihre ihre Bahn, Bahn, weil weil sie sie als als zuverlässig zuverlässig und und attraktiv attraktiv gilt. gilt. Wenn Wenn man man sich sich bei bei uns uns in in Deutschland Deutschland umhört, umhört, dann dann fangen fangen die die meisten meisten an an zu zu schimpfen. schimpfen. Unzuverlässig, Unzuverlässig, unpünktlich, unpünktlich, die die Angebote Angebote sind sind nicht nicht ausreichend ausreichend und und so so weiter. weiter. Vieles Vieles davon davon stimmt stimmt auch auch gar gar nicht. nicht. Aber Aber das das ist ist das das Image. Image. Das Das Image Image muss muss sich sich ändern. ändern. Wir Wir wollen, wollen, dass dass die die Menschen Menschen auch auch bei bei uns uns in in Deutschland Deutschland stolz stolz sind sind auf auf ihre ihre Bahn, Bahn, weil weil sie sie einfach einfach leistungsfähig leistungsfähig ist, ist, weil weil sie sie zuverlässig zuverlässig ist, ist, weil weil sie sie serviceorientiert serviceorientiert ist ist und und weil weil sie sie gute gute Angebote Angebote macht macht und und sowohl sowohl die die Menschen Menschen als als auch auch die die Güter Güter zuverlässig zuverlässig transportiert transportiert und und befördert. befördert. Das Das ist ist das, das, wo wo wir wir hinkommen hinkommen müssen. müssen. Der Der Weg Weg ist ist weit, weit, aber aber man man braucht braucht da da immer immer ein ein Ziel, Ziel, das das man man verfolgt. verfolgt. Ja, das ist ein sehr weiter Weg. Wenn wir beim Güterverkehr anfangen, es verlagert sich ja immer mehr auf die Straße, weil die Bahn einfach nicht flexibel ist. Wie wollen Sie das stoppen? Wie wollen Sie das wieder auf den ökologischen Verkehrsträger, die Bahn, zurückführen? Der Der Güterverkehr, Güterverkehr, der der zu zu über über 70% 70% auf auf der der Straße Straße stattfindet, stattfindet, ist ist ein ein großes großes oder oder sogar sogar das das größte größte Problem Problem im im Bereich Bereich des des Klimaschutzes. Klimaschutzes. Denn Denn die die Anzahl Anzahl der der Lkw Lkw steigt steigt und und die die Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen im im Verkehrssektor Verkehrssektor steigen, steigen, auch auch in in erster erster Linie Linie wegen wegen des des Güterverkehrs. Güterverkehrs. Wir Wir müssen müssen also also von von den den über über 70% 70% Anteil Anteil Güterverkehr Güterverkehr auf auf der der Straße Straße runterkommen. runterkommen. Wir Wir müssen müssen die die etwa etwa 18% 18% Anteil Anteil des des Schienengüterverkehrs Schienengüterverkehrs deutlich deutlich ausbauen, ausbauen, auch auch das das Binnenschiff Binnenschiff muss muss ausgebaut ausgebaut werden. werden. Diejenigen, Diejenigen, die 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 Entscheidungen Entscheidungen treffen, treffen, mit mit welchem welchem Verkehrsmittel Verkehrsmittel die die Güter Güter transportiert transportiert werden, werden, die die haben haben zwei zwei oder oder drei drei Aspekte Aspekte vor vor Augen, Augen, anhand anhand derer derer sie sie ihre ihre Entscheidung Entscheidung treffen. treffen. Das Das eine eine ist ist schlicht schlicht und und ergreifend ergreifend der der Preis Preis oder oder die die Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichkeit. Die Die Unternehmen Unternehmen stehen stehen ja ja im im Wettbewerb Wettbewerb zu zu anderen anderen Unternehmen Unternehmen und und da da spielen spielen die die Transportkosten Transportkosten eben eben auch auch eine eine Rolle. Rolle. Und Und zumal zumal eben eben leider leider die die ökologischen ökologischen Folgekosten, Folgekosten, die die der der Straßenverkehr Straßenverkehr auslöst, auslöst, in in keinster keinster Weise Weise eingepreist eingepreist sind. sind. Das Das heißt heißt also, also, es es geht geht hier hier nicht nicht um um volkswirtschaftliche volkswirtschaftliche Kosten, Kosten, sondern sondern um um betriebswirtschaftliche betriebswirtschaftliche Kosten. Kosten. Und Und da da fällt fällt dann dann die die Entscheidung Entscheidung leider leider häufig häufig für für den den Lkw Lkw und und nicht nicht für für die die Bahn. Bahn. Das Das andere andere ist ist die die Leistungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, die die Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, aber aber auch auch die die Pünktlichkeit Pünktlichkeit und und die die Berechenbarkeit, Berechenbarkeit, mit mit der der die die Güter Güter am am Ziel Ziel ankommen. ankommen. Da Da ist ist der der Lkw Lkw viel viel weiter weiter berechenbarer, berechenbarer, mit mit GPS GPS ausgestattet. ausgestattet. Jederzeit Jederzeit ist ist die die Sendung Sendung nachverfolgbar. nachverfolgbar. Man Man weiß, weiß, wo wo seine seine Fracht Fracht sich sich befindet. befindet. Und Und bei bei der der Bahn Bahn weiß weiß man man nicht, nicht, kommt kommt sie sie morgen, morgen, kommt kommt sie sie übermorgen übermorgen an. an. Da Da hat hat sich sich einiges einiges verbessert, verbessert, aber aber es es ist ist auch auch noch noch vieles vieles weiter weiter zu zu verbessern, verbessern, bei bei der der Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, bei bei der der Schnelligkeit, Schnelligkeit, aber aber auch auch bei bei der der Transportfähigkeit Transportfähigkeit von von sensiblen sensiblen Gütern, Gütern, also also beispielsweise beispielsweise Lebensmittel, Lebensmittel, die die gekühlt gekühlt werden werden müssen, müssen, Lebensmittel, Lebensmittel, die die pünktlich pünktlich ankommen ankommen müssen, müssen, weil weil sie sie verderblich verderblich sind. sind. Da Da gibt gibt es es Potenzial, Potenzial, aber aber auch auch in in anderen anderen Segmenten Segmenten gibt gibt es es Potenzial. Potenzial. Die Die Bahn Bahn muss muss besser besser werden. werden. Und Und ein ein Ansatzpunkt Ansatzpunkt ist ist natürlich natürlich das das Thema Thema Infrastruktur. Infrastruktur. Wir Wir brauchen brauchen eine eine leistungsfähigere leistungsfähigere Infrastruktur, Infrastruktur, mit mit der der längere längere Züge Züge zügiger zügiger berechenbarer berechenbarer fahren fahren können, können, nicht nicht so so viel viel Arbeitszeit Arbeitszeit der der Triebfahrzeuge Triebfahrzeuge bzw. bzw. der der Lokführer Lokführer dafür dafür draufgeht, draufgeht, dass dass sie sie warten, warten, bis bis sie sie wieder wieder ein ein paar paar Kilometer Kilometer weiterfahren weiterfahren können, können, bis bis sie sie wieder wieder warten warten müssen, müssen, bis bis ein ein Überholvorgang Überholvorgang abgeschlossen abgeschlossen ist. ist. Wir Wir brauchen brauchen auch auch mehr mehr Gleisanschlüsse Gleisanschlüsse in in den den Gewerbegebieten, Gewerbegebieten, haben haben wir wir in der, im im Koalitionsvertrag Koalitionsvertrag festgehalten. festgehalten. Und Und viele, viele, viele viele weitere weitere Dinge Dinge sind sind notwendig. notwendig. Also Also das das heißt, heißt, es es ist ist nicht nicht eine eine Stellschraube, Stellschraube, das das sind sind viele viele Stellschrauben, Stellschrauben, an an denen denen zugleich zugleich gedreht gedreht werden werden muss, muss, um um den den Güterverkehr Güterverkehr auf auf der der Schiene Schiene so so zu zu stärken, stärken,
dass er der Straße wirklich wirklich Konkurrenz Konkurrenz macht macht und und erhebliche erhebliche Anteile Anteile vom vom Straßengüterverkehr Straßengüterverkehr auf auf die die Schiene Schiene verlagert verlagert werden. werden. Ja, es ist nun mal für einen Bahnpolitiker, wie Sie es sind, ja auch die große Frage. Sie müssen ja in langen Infrastrukturhorizonten denken. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange eine Bahnstrecke gebaut werden müssen, aber es sind sicherlich 10, 20 Jahre. Bis dahin haben wir ja vielleicht auch Wasserstoff-LKWs, die immerhin die großen Transitrouten, also Container von Danzig nach Malaga bringen könnten. Lohnt sich da wirklich noch ein großer Ausbau der Bahn, wenn man einfach sagen wir, LKWs hätte, die CO2-neutral fahren könnten? Es Es waren waren jetzt jetzt zwei zwei Fragen. Fragen. Auf Auf die die erste erste gehe ich gehe ich nur nur kurz kurz ein, ein, können können wir wir nachher nachher noch noch vertiefen. vertiefen. Sie Sie hatten hatten den den Ausbau Ausbau der der Schienenwege Schienenwege angesprochen angesprochen und und die die langen langen Zeithorizonte. Zeithorizonte. Ja, Ja, und und jetzt jetzt kommt kommt das das Aber. Aber. Es Es gibt gibt auch auch Maßnahmen Maßnahmen zur zur Erhöhung Erhöhung der der Kapazität, Kapazität, die die sich sich schnell schnell umsetzen umsetzen lassen. lassen. Wir Wir haben haben im im Koalitionsvertrag Koalitionsvertrag vereinbart, vereinbart, dass dass wir wir ein ein Programm Programm auflegen auflegen wollen wollen für für schnell schnell umsetzbare umsetzbare Kapazitätserhöhung. Kapazitätserhöhung. Da Da geht geht es es einfach einfach darum, darum, zusätzliche zusätzliche Weichen Weichen und und Signale Signale einzubauen, einzubauen, die die Blockabstände Blockabstände zu zu verkürzen. verkürzen. Das Das heißt, heißt, es es können können mehr mehr Züge Züge auf auf der der Bestandsstrecke Bestandsstrecke fahren, fahren, ohne ohne dass dass zusätzliche zusätzliche Gleise Gleise gebaut gebaut werden werden müssen. müssen. Das Das müssen müssen wir wir voranbringen, voranbringen, damit damit wir wir die die notwendige notwendige Kapazität, Kapazität, aber aber auch auch die die notwendige notwendige betriebliche betriebliche Flexibilität Flexibilität haben. haben. Und Und wir wir werden werden auch auch noch noch weitere weitere Schritte Schritte machen, machen, um um dann dann den den Ausbau Ausbau von von Strecken Strecken zu zu beschleunigen. beschleunigen. Da Da ist ist noch noch einiges einiges im im Argen Argen und und man man kann kann da da die die Dinge Dinge schneller schneller machen. machen. Nicht Nicht alles alles muss muss 30 30 Jahre Jahre dauern, dauern, bis bis es es dann dann mal mal fertig fertig ist. ist. Auf Auf die die Frage Frage mit mit den den Wasserstoff-Lkw Wasserstoff-Lkw zu zu sprechen sprechen kommen. kommen. Wir Wir sehen sehen nicht, nicht, dass dass sich sich Wasserstoff-Lkw Wasserstoff-Lkw auf auf dem dem Markt Markt etablieren. etablieren. Wir Wir hätten hätten da da auch auch kein kein Problem, Problem, wenn wenn Wasserstoff-Lkw Wasserstoff-Lkw kämen. kämen. Aber Aber wir wir haben haben ja ja die die Problematik, Problematik, dass dass die die Brennstoffzelle Brennstoffzelle noch noch nicht nicht sehr sehr innenreif innenreif ist. ist. Wir Wir haben haben noch noch wenig wenig Hersteller, Hersteller, die die darauf darauf setzen. setzen. Weder Weder im im Pkw-Bereich, Pkw-Bereich, da da geht geht die die Fahrt Fahrt sowieso sowieso ganz ganz eindeutig eindeutig zum zum batterieelektrischen batterieelektrischen Antrieb. Antrieb. Noch Noch beim beim Lkw, Lkw, da da stellt stellt man man auch auch vorsichtig vorsichtig den den Trend Trend fest, fest, dass dass auch auch hier hier sich sich die die Batterie Batterie durchsetzt, durchsetzt, weil weil sie sie einfach einfach wirtschaftlicher wirtschaftlicher ist ist und und weil weil sie sie technisch technisch weiterentwickelt weiterentwickelt ist. ist. Die Die Brennstoffzelle Brennstoffzelle wäre wäre eine eine schöne schöne Sache, Sache, wären wären da da zwei zwei Dinge Dinge nicht. nicht. Das Das eine eine ist, ist, dass dass sie sie technologisch technologisch einfach einfach noch noch nicht nicht so so weit weit entwickelt entwickelt ist. ist. Sie Sie ist ist auch auch sehr sehr teuer, teuer, ihre ihre Langlebigkeit Langlebigkeit lässt lässt zu zu wünschen wünschen übrig. übrig. Und Und ein ein wesentliches wesentliches Problem Problem ist ist die die Frage, Frage, wo wo kommt kommt der der Wasserstoff Wasserstoff her? her? Der Der Wasserstoff, Wasserstoff, der der heute heute zum zum Einsatz Einsatz kommt, kommt, ist ist fossil. fossil. Das Das heißt, heißt, er er ist ist auf auf Basis Basis von von Erdgas Erdgas hergestellt. hergestellt. Das Das ergibt ergibt überhaupt überhaupt keinen keinen Sinn, Sinn, denn denn hier hier geht geht viel viel Wasserstoff, Wasserstoff, viel viel Energie Energie verloren verloren bei bei der der Herstellung Herstellung von von Wasserstoff. Wasserstoff. Und Und es es ist ist eben eben dann, dann, wenn wenn es es fossil fossil ist, ist, natürlich natürlich nicht nicht umweltfreundlicher. umweltfreundlicher. Deswegen Deswegen ist ist im im Moment Moment Brennstoffzelle Brennstoffzelle und und Wasserstoff Wasserstoff noch noch keine keine Alternative. Alternative. Insbesondere Insbesondere beim beim Wasserstoff, Wasserstoff, den den brauchen brauchen wir wir auch auch für für andere andere Dinge Dinge als als den den Straßengüterverkehr. Straßengüterverkehr. Wir Wir brauchen brauchen den, den, um um Industrieprozesse Industrieprozesse zu zu dekarbonisieren. dekarbonisieren. Wir Wir brauchen brauchen Wasserstoff Wasserstoff oder oder auch auch E-Fuels. E-Fuels. Ist Ist die die gleiche gleiche Produktionskette Produktionskette für für den den Flugverkehr Flugverkehr zur zur Dekarbonisierung. Dekarbonisierung. Das Das heißt, heißt, da da stecken stecken wir wir auch auch Geld, Geld, immer immer mehr mehr Geld Geld rein rein in in die die Entwicklung. Entwicklung. Im Im Moment Moment ist ist es es aber aber noch noch nicht nicht marktreif. marktreif. Beim Beim LKW LKW scheint scheint sich sich auch auch ein ein Stück Stück weit weit der der batterieelektrische batterieelektrische LKW LKW durchzusetzen. durchzusetzen. Wir Wir haben haben auch auch noch noch eine eine Diskussion Diskussion um um die die Oberleitung Oberleitung an an Autobahnen Autobahnen und und Bundesstraßen. Bundesstraßen. Also Also beim beim LKW LKW ist ist die die Antriebsform Antriebsform noch noch nicht nicht wirklich wirklich geklärt. geklärt. Wir Wir sind sind da da offen offen für für verschiedene verschiedene Varianten, Varianten, denn denn es es wird wird wahrscheinlich wahrscheinlich auch auch verschiedene verschiedene Antriebsformen Antriebsformen geben, geben, aber aber das das heißt heißt deswegen deswegen nicht, nicht, dass dass es es dann dann besser besser ist, ist, mit mit dem dem LKW LKW statt statt auf auf der der Schiene Schiene zu zu fahren, fahren, denn denn auf auf der der Schiene Schiene ist ist der der Transport Transport immer immer energieeffizienter energieeffizienter als als auf auf der der Straße. Straße. Das Das erklärt erklärt sich sich ganz ganz einfach einfach einmal einmal Gummiasphalt, Gummiasphalt, hohe hohe Reibungsverluste, Reibungsverluste, das das andere andere Mal Mal Stahl, Stahl, auf auf Stahl Stahl, geringe geringe Reibungsverluste Reibungsverluste und und Strom, Strom, der der ökologisch ökologisch und und ökonomisch ökonomisch hergestellt hergestellt wird, wird, während während Wasserstoff Wasserstoff immer immer mit mit hohen hohen Umwandlungsverlusten Umwandlungsverlusten in in der der Herstellung Herstellung verbunden verbunden ist. ist. Deswegen Deswegen hat hat die die Schiene Schiene die die Nase Nase vorn, vorn, aber aber ich ich möchte möchte gar gar nicht nicht generell generell den den einen einen gegen gegen den den anderen anderen Verkehrsträger Verkehrsträger ausspielen. ausspielen. Es Es geht geht darum, darum, langlaufende langlaufende Güterverkehre Güterverkehre auf auf die die Schiene Schiene zu zu bringen bringen und und Güterverkehre Güterverkehre von von bestimmten bestimmten schienenaffinen schienenaffinen Gütern Gütern auf auf die die Schiene Schiene zu zu bringen. bringen. Der Der LKW LKW wird wird immer immer noch noch benötigt. benötigt. Der Der wird wird benötigt, benötigt, um um kurze kurze Strecken Strecken zurückzulegen. zurückzulegen. Er Er wird wird aber aber auch auch genauso genauso benötigt, benötigt, um um Ware Ware zum zum Güterterminal Güterterminal zu zu bringen, bringen, damit damit er er dann dann vom vom LKW LKW im im KV-Terminal KV-Terminal auf auf die die Bahn Bahn verlagert verlagert
auf der Straße mit dem Lkw Hauptlauf, also der längste Anteil des Gesamtweges auf der Schiene. Hier hat man das stärkste Wachstum und auch hier wollen wir ausbauen. Wir wollen mehr KV-Terminals, damit es schneller und einfacher vom Lkw auf die Schiene geht. Aber man braucht hier eben auch den Lkw, nur eben nicht mehr in der großen Bedeutung wie heute. Ja, ich möchte dann die Verkehrsträger doch mal gegeneinander ausspielen, weil das ist ja die Frage. Es ist vielleicht ein etwas theoretischer Punkt, aber die Bahn ist vielleicht wirklich effizient. Aber wir arbeiten ja jetzt in der New Mobility, in der Smart Mobility an wirklich effizienten Konzepten. Zum Beispiel eine Strecke von Lübeck nach Lüneburg. Da fährt im regelmäßigen 1800 PS Triebwagen mit drei Waggons hin. Das ist nicht wirklich ökologisch, oder? Also es wäre ja pro Person, das sind teilweise Personen, die drei Leute sitzen drin, dann jeweils 600 PS. Das kann man auch mit einem Lamborghini abbilden. Und ein kleiner, hocheffizienter, autonomes Shuttle könnte das auch. Stellt sich nicht die Frage, dass man einfach dann wirklich so die Liebe zur Bahn und die Förderung, die sie so postuliert haben, ja, aber das kann man so sehen. Aber auf der anderen Seite kommt in der New Mobility auch sehr, sehr effizienter, sehr ökologisch guter Verkehrsangebote, die dann einfach von dem großen Marktplayer der Bahn niedergedrückt werden. Also sehen Sie da keinen Wettbewerb und einfach vor der Hauptfrage, es ist ja eigentlich egal, wer es fährt, nur Hauptsache es soll möglichst CO2-neutral sein. Ja, natürlich ist unser Ziel die CO2-Neutralität im Personenverkehr, ist unser Ziel natürlich auch, die Abhängigkeit vom Auto, vor allem vom eigenen Auto, zu verringern, den Menschen alternative Angebote zu machen, damit sie eben nicht mehr so stark wie heute häufig der Fall auf das Auto angewiesen sind. Und es ist völlig klar, dass für unterschiedliche Strecken, für unterschiedliche Zwecke, für unterschiedliche Regionen unterschiedliche Verkehrs- bzw. Transportmittel in Frage kommen. Ja, wenn ich im ländlichen Bereich unterwegs bin, dann wird der Bus ein besseres Verkehrsmittel sein als die Bahn, wenn eben das Verkehrsaufkommen extrem niedrig ist. Ja, aber da wird dann eben auch keiner einen Schienenweg bauen oder auf Dauer unterhalten, sondern es geht dann darum, dass man eben die entsprechenden Transportgrößen hat, die für die jeweilige Region, für die jeweilige Verbindung sich anbietet. Deswegen geht es immer darum, diese Verkehrsträger auch miteinander zu verknüpfen. Die Bahn ist primär ein Massenbeförderungsmittel bzw. Transportmittel im Güterverkehr und für die Feinverteilung sowohl von Gütern als auch von Menschen auf ihren Zielen, auf dem Weg zu ihren Zielen. Das sind dann immer kleine Transport- und Beförderungsbehälter, die richtigen, das heißt dann der Bus, der dann die Eisenbahn ergänzt oder dann vielleicht auch irgendwann das autonom fahrende kleine Shuttle, das dann den traditionellen Linienbus ergänzt. Und im Bereich des Güterverkehrs hatte ich ja schon geschildert, da haben wir die Eisenbahn für entsprechende bahnaffine Güter, für längere Strecken auch vor allem, aber für die Feinverteilung werden wir eben häufig auf den Lkw setzen und auch beim Lkw lässt sich wiederum eine Differenzierung machen. Ich brauche nicht mit dem riesengroßen Sattelschlepper zu kommen. Wenn ich beispielsweise einen Buchladen in der Innenstadt anbinden möchte, dann tut es auch der Kleinlaster, der elektrisch angetrieben ist oder vielleicht sogar das Lastenfahrrad. Also, das heißt, es geht immer darum, sind es lange Wege, kurze Wege, sind es viele Menschen oder viele Güter, die transportiert bzw. befördert werden müssen, auch natürlich nach Tageszeit bedingt. Ich werde auch nicht die ganze Nacht über das gleiche Angebot an Bahnverkehrsmitteln auf der Schiene halten können, wie tagsüber, wie in der Hauptverkehrszeit. Also es wird immer eine Differenzierung nach Tageszeiten und nach den Regionen geben müssen, im Personen- wie auch im Güterverkehr. Aber in jedem Fall ist es so, dass die Bahn deutlich unterrepräsentiert ist, deutlich unter ihren Möglichkeiten ist, dass der Straßenverkehr im Personen- wie auch im Güterverkehr viel zu mächtig ist, viel zu intensiv ist und Verkehrswende und Klimaschutz funktioniert nicht alleine mit der Antriebswende, indem wir sagen, die Fahrzeuge werden jetzt einfach anders, nämlich alternativ angetrieben, sondern man muss natürlich auch auf die Effizienz schauen, mit der Energie, die ja nicht unendlich ist, eingesetzt werden kann. Also wir müssen da einfach gucken,
dass wir für die entsprechenden Zwecke das geeignete Verkehrsmittel einsetzen. Und da ist häufig der LKW und das Auto eben nicht geeignet, wird aber viel zu intensiv genutzt und die Schiene ist weit unter ihrem Potenzial. Okay, sie muss nachholen, aber da ist ja auch ein bisschen die Frage, die man klären muss, wie smart sollte die Bahn werden? Sie sprachen es eben an, es sind noch Weichensysteme, die fragwürdig sind. Wie kann die Bahn digitaler? Damit würde sie ja dann auch flexibler werden. Was wollen Sie da gestalten oder was sind die Ziele dahinter? Also unter dem Stichwort Digitales, da ist natürlich unglaublich vieles, das sich zusammenfassen lässt oder darstellen lässt. In der Regel führt man die Diskussion über ETCS, also das europäische Zugsicherungssystem, mit dem ein europäischer grenzüberschreitender Schienenverkehr viel, viel einfacher werden soll als heute, weil es dann eben nur noch eine technische Ordnung gibt in ganz Europa und nicht lauter in den Staaten verschiedene Techniken gibt. Damit fallen aber auch die heutigen Blockabstände weg und die Züge können in viel dichterer Folge fahren. Das heißt, das Bestandsnetz wird leistungsfähiger. Die Züge können auch logisch mitdenken, können automatisch abgebremst werden, können vorausschauend gesteuert werden. All das ist heute schon beziehungsweise absehbar perspektivisch möglich. Und da wollen wir natürlich auch investieren, um dies möglich zu machen, in Absprache mit anderen europäischen Ländern. Denn wir wollen ja die Bahn in Deutschland, aber auch grenzüberschreitend in die anderen Nachbarländer hinein, deutlich stärken und ausbauen und das Reisen für die Menschen einfacher machen. Da gehört aber auch gehören auch ganz andere Dinge dazu. Thema WLAN ist immer wieder ein Thema, das nicht ausreichend funktioniert in vielen Zügen. Und es geht auch darum, dass wir die digitalen Möglichkeiten nutzen, um den Menschen das Planen einer Reisekette einfacher zu machen. Ja, wir haben über 100 Tarifverbünde in Deutschland. Das macht es unglaublich kompliziert. Viele Menschen nutzen auf ihren Reisen dann auch noch ein Carsharing-Auto, nutzen das Taxi, nutzen ein Leihfahrrad. Für jeden Anbieter, für jedes Verkehrsmittel braucht es eine eigene App, braucht es eigene Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten. Wie schön wäre es, wenn es eine technische Plattform gibt, über die sich eine durchgehende Reise mit verschiedenen Verkehrsmitteln jenseits des eigenen Autos und bei verschiedenen Anbietern organisieren und nach dem Bestpreisprinzip bezahlen lassen würde. Das ist auch ein wichtiges Ziel im Bereich der Digitalisierung, den Menschen das Reisen einfacher zu machen, es ihnen auch einfacher zu machen, kein eigenes Auto zu haben oder es seltener zu nutzen. Das ist aber heute viel zu kompliziert. Wenn ich jetzt von hier, wo ich wohne, bei Stuttgart nach Tübingen fahre, dann brauche ich häufig zwei Fahrscheine. Und die sind in Summe einfach viel zu teuer. Das ist viel zu umständlich. Ja? Und da ist man jetzt dabei, das zu vereinfachen. Und die digitalen Möglichkeiten, die können das dann im großen Maßstab nochmal weiter vereinfachen, dass egal wo ich bin, ich mit einer App buchen, planen und bezahlen kann. Das wäre doch eine tolle Sache. Daran arbeiten wir. Übrigens habe ich ein Interview mit Frau Dr. Nadja Well von Mobility Insight gebracht, packe ich in die Shownotes dieser Episode. Da ging es um dieses Thema, dass sich praktisch alle Verkehrsverbände einmal zusammenschließen und man dann diese Wegstrecke haben. Dann es wäre, wenn Sie aus Stuttgart nach Berlin müssen und damit, sagen wir, Modalsplit, einmal die Bahn, zweimal das Taxi, einmal ein Carshare, dass das alles über eine Plattform abgebucht wird. Genau, es Das ist ist heute heute so so im im öffentlichen Nahverkehr insbesondere, dass dass jeder jeder Anbieter Anbieter bzw. jeder Aufgabenträger und jeder Tarifverbund mit öffentlichen öffentlichen Geldern Geldern eigene Apps entwickelt. Ja? ja, Und diese diese Masse Masse an an Apps Apps nimmt nimmt immer immer mehr mehr zu. zu Und und es es macht macht doch doch keinen keinen Sinn, Sinn, auf auf seinem seinem Smartphone Smartphone 100 und100 mehr und mehr Apps Apps zu zu haben. haben. Und Und wenn wenn man man sie sie braucht, braucht, dann dann muss muss man man sie sie immer immer erstmal erstmal aktualisieren, aktualisieren, weil weil sie sie nicht nicht auf auf dem dem aktuellen aktuellen Stand Stand sind, sind, weil weil sie sie schon schon ein ein halbes halbes Jahr Jahr nicht nicht mehr mehr genutzt genutzt wurden. wurden. Deswegen, Deswegen, hier hier ist ist erhebliches erhebliches Verbesserungs- und Verbesserungs- und Einfachungspotenzial. Einfachungspotenzial. Wir Wir wollen, wollen, dass dass die die Menschen Menschen jenseits jenseits des des eigenen eigenen Autos Autos mobil mobil sein sein können, können, dass dass sie sie verschiedene verschiedene Verkehrsmittel Verkehrsmittel nutzen, nutzen, immer immer genau genau das, das, was was gerade gerade für für den den Weg Weg und und für für den den Zweck Zweck am am besten besten geeignet geeignet ist. ist. Und Und da da muss muss man man den den Menschen Menschen die die Mobilität Mobilität wesentlich wesentlich einfacher einfacher machen. machen.
als heute mit diesem Dschungel an Tarifen und Beförderungsbedingungen und so weiter. Da sind wir im digitalen Zeitalter jedenfalls nicht so weit angekommen, wie wir sein müssten, um es den Menschen leichter zu machen. Aber nochmal zurück zum Betrieb der Bahn. Ich höre jetzt vieles von diesen Ansätzen, diese europäische Zusammenschaltung und dann auf der anderen Seite auch so Konzepte wie die intelligente Weichsel, die sich selbst koppeln kann. Was sollen all diese ja, Erneuerung, Modernisierung, sagen wir mal unterm Stichwort Digitalisierung, wirklich in Summe bringen in den nächsten 5 Jahren oder in den nächsten 10 Jahren? Wie wird die Bahn wirklich deutlich flexibler? Wie viel Verkehr soll mit diesen Maßnahmen wirklich auf die Schiene gebracht werden? Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir im Personenverkehr eine Verdoppelung der Verkehrsleistung wollen. Natürlich muss es dann zu Lasten des Auto und des Flugzeugs gehen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir ebenfalls bis 2030 auf einen Schienengüterverkehrsanteil von 25% kommen wollen. Das sind wir derzeit bei 18%. Und zum Schienengüterverkehrsanteil unter Digitalisierung, Sie hatten das gerade umschrieben, da geht es auch um die digitale automatische Kupplung. Heute müssen die Güterzüge von Hand gekuppelt werden. Das heißt, da muss ein Mensch immer dann diesen schweren Haken einhängen. Und es ist sehr, sehr schwere Arbeit, die bei Wind und Wetter draußen gemacht werden muss, auch mit einer hohen Unfallgefahr. Das kostet Zeit, das kostet auch Geld, es macht den Schienengüterverkehr entsprechend teuer, unwirtschaftlich und träge. Und wenn es automatisch geht, dann heißt es auch, dass der Güterverkehr auf der Schiene einen Wettbewerbsvorteil bekommt, beziehungsweise einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem LKW abgebaut wird. Also wir haben erhebliches Potenzial und wir haben uns jetzt mal Ziele für die Verlagerung auf die Schiene gesetzt, die bis 2030 gehen. Verdoppelung im Personenverkehr, 25% im Güterverkehr. Aber natürlich muss es auch danach weitergehen, denn unsere Nachbarländer, beispielsweise Österreich und noch mehr die Schweiz, die zeigen uns, was möglich ist. Und wir sind ja jetzt kein Land mit einer völlig anderen Kultur. Wir sind Nachbarländer und ich sag mal, das, was Österreich kann, das können wir auch. Und mit etwas mehr Durchhaltevermögen, dann können wir auch das, was die Schweizer heute schon können. Ja, es mag sein, aber wir haben jetzt hier den politischen Willen und wir haben auch immer mehr technische Möglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir immer noch die Organisation der Bahn. Ich will da gar keine defätistische Meinung gegenüber der Bahn verbringen, denn die hatte punktuell mit Flinks da schon sehr, sehr spannende Ansätze, so praktisch eine Mobilitäts-App. Das hat sie dann aber auch nicht wirklich durchgehalten. Haben wir die richtige Organisationsform in Form dieses großen Kolosses für diese Verkehrswende? Oder brauchen wir andere Formen? Muss die Bahn auch anders organisiert werden, um mit Innovation schneller umzugehen? Vielleicht auch längeren Atem zu haben, um wirklich interessante Angebote, die sie durchweg immer mal hatte, wirklich flächendeckend anzubieten. Auch das, was Sie ansprachen, man hätte schon, als die Apps aufkamen, 2006, 2007, so eine Lösung entwickeln können. Wir sind jetzt 22. Viele haben einzelne Apps gebaut. Jetzt fragen sich die Leute, warum muss ich 100 Apps haben? Das hätte man ja vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren auch schon in einer ganzheitlichen Lösung wirklich einbauen können. Also Sie sprechen jetzt wahrscheinlich konkret vom Unternehmen Deutsche Bahn AG, genau. Und nicht mehr von der Branche an sich. Ich habe jetzt bislang immer von der Branche gesprochen, die wir stärken wollen. Da ist natürlich die Deutsche Bahn ein großer, wichtiger und der wichtigste und der größte Player. Und die Deutsche Bahn soll auch in Zukunft einen wichtigen Part in der Verkehrswende, im Transport und in der Beförderung spielen. Und wir haben uns als Koalition einige sehr konkrete, ich denke auch gute Ziele gesetzt, was die Deutsche Bahn angeht. Wir haben ja heute ein Unternehmen, bei dem die Infrastruktur angesiedelt ist, aber gewinnorientiert arbeiten muss, da sie unter dem Dach einer Aktiengesellschaft ist. Während die Autobahn GmbH keine Gewinne erwirtschaften muss, muss die Deutsche Bahn mit ihren Infrastruktursparten
sehr sehr hohe hohe Gewinne Gewinne erwirtschaften. erwirtschaften. Und Und das das macht macht natürlich natürlich dann dann letztlich letztlich auch auch die die Nutzung Nutzung der der Schieneninfrastruktur Schieneninfrastruktur entsprechend entsprechend teuer, teuer, weil weil einfach einfach in in die die Nutzungsentgelte Nutzungsentgelte auch auch immer immer ein ein Gewinnzuschlag Gewinnzuschlag eingebaut eingebaut wird, wird, was was es es bei bei der der Autobahn Autobahn nicht nicht gibt. gibt. Und Und deswegen deswegen ist ist es es gut, gut, dass dass wir wir vereinbart vereinbart haben, haben, dass dass wir wir die die drei drei Infrastruktursparten Infrastruktursparten bei bei der der Deutschen Deutschen Bahn Bahn zu zu einer einer Infrastruktursparte Infrastruktursparte zusammenlegen zusammenlegen wollen wollen und und dass dass wir wir sie sie von von dem dem Gewinnerzielungsdruck Gewinnerzielungsdruck befreien befreien wollen. wollen. Das Das heißt, heißt, sie sie wird wird eine eine eigene eigene Gesellschaft, Gesellschaft, wahrscheinlich wahrscheinlich dann dann als als GmbH, GmbH, unter unter dem dem Dach Dach der der Holding, Holding, also also sie sie bleibt bleibt Bestandteil Bestandteil der der Deutschen Deutschen Bahn, Bahn, aber aber eben eben nicht nicht mehr mehr unmittelbar unmittelbar der der Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft zugeordnet zugeordnet und und deswegen deswegen keine keine Gewinnerzielungsabsicht Gewinnerzielungsabsicht mehr. mehr. Das Das führt führt zu zu niedrigeren niedrigeren Trassenpreisen Trassenpreisen und und es es führt führt eben eben auch auch dazu, dazu, dass dass zwar zwar immer immer noch noch wirtschaftlich wirtschaftlich gearbeitet gearbeitet werden werden muss, muss, aber aber eben eben nicht nicht mehr mehr der der Gewinn Gewinn im im Vordergrund Vordergrund steht. steht. Sollten Sollten Gewinne Gewinne erwirtschaftet erwirtschaftet werden, werden, auch auch das das haben haben wir wir festgelegt, festgelegt, dann dann verbleiben verbleiben die die auf auf jeden jeden Fall Fall in in dieser dieser Infrastrukturgesellschaft Infrastrukturgesellschaft und und sie sie werden werden nicht nicht an an die die Holding Holding abgeführt. abgeführt. Das Das bringt bringt viele, viele, viele viele Vorteile Vorteile mit mit sich sich und und wir wir fördern fördern damit damit den den Wettbewerb, Wettbewerb, wir wir bringen bringen damit damit mehr mehr Leben Leben rein rein in in das das Bahngeschäft, Bahngeschäft, weil weil einfach einfach die die Nutzung Nutzung der der Schieneninfrastruktur Schieneninfrastruktur etwas etwas preiswerter preiswerter wird. wird. Und Und wir wir senken senken auch auch so so manche manche Zugangsbarrieren. Zugangsbarrieren. Ich Ich glaube, glaube, dass dass das das ein ein sehr, sehr, sehr sehr guter guter und und wichtiger wichtiger Weg Weg ist. ist. Vor Vor allem allem ist ist es es aber aber auch auch ein ein Weg, Weg, der der ohne ohne so so große große Konflikte Konflikte mit mit den den Beschäftigten Beschäftigten zu zu bewältigen bewältigen ist ist und und der, der, denke denke ich ich und und hoffe hoffe ich, ich, auch auch in in dieser dieser Legislatur Legislatur zu zu bewältigen bewältigen ist. ist. Also Also das das heißt, heißt, dass dass wir wir dann dann auch auch relativ relativ schnell schnell sehen, sehen, was was sich sich verändert verändert und und zwar zwar was was sich sich zum zum Guten Guten verändert verändert durch durch diese diese Reform. Reform. Was Was wir wir darüber darüber hinaus hinaus noch noch anstreben anstreben ist, ist, dass dass geschaut geschaut wird, wird, welche welche Konzerntöchter Konzerntöchter und und Beteiligungen Beteiligungen eigentlich eigentlich bei bei der der Deutschen Deutschen Bahn Bahn sinnvoll sinnvoll und und notwendig notwendig sind. sind. Wir Wir wissen wissen ja ja beispielsweise, beispielsweise, dass dass DB DB Schenker Schenker nur nur einen einen Synergieeffekt Synergieeffekt zur zur Schiene Schiene bringt bringt von von 0,7 0,7 Prozent. Prozent. Also Also die die machen machen fast fast alles alles auf auf der der Straße Straße oder oder an an Luftfracht Luftfracht oder oder an an Seefracht, Seefracht, hat hat aber aber in in aller aller Regel Regel keinerlei keinerlei Berührungspunkte Berührungspunkte zum zum Bahngeschäft. Bahngeschäft. Warum Warum muss muss denn denn die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn und und damit damit indirekt indirekt auch auch der der deutsche deutsche Staat Staat eine eine der der größten größten Speditionen Speditionen betreiben? betreiben? Das Das ergibt ergibt keinen keinen Sinn Sinn und und meine meine Wahrnehmung Wahrnehmung ist ist eben eben auch auch die, die, dass dass das das Management Management manchmal manchmal mit mit weit weit über über 600 600 Konzerntöchtern Konzerntöchtern abgelenkt abgelenkt ist ist davon, davon, sich sich aufs aufs Kerngeschäft Kerngeschäft zu zu konzentrieren. konzentrieren. Das Das Kerngeschäft Kerngeschäft findet findet statt statt auf auf der der Schiene, Schiene, im im Personen- Personen- wie wie auch auch im im Güterverkehr. Güterverkehr. Das Das Kerngeschäft Kerngeschäft findet findet statt statt in in Deutschland, Deutschland, gerne gerne natürlich natürlich auch auch im im benachbarten benachbarten europäischen europäischen Ausland. Ausland. Aber Aber wir wir müssen müssen uns uns nicht nicht darum darum kümmern, kümmern, wie wie irgendwelche irgendwelche Weinkisten Weinkisten nach nach Südamerika Südamerika kommen kommen oder oder irgendwelche irgendwelche Eisenbahnstrecken Eisenbahnstrecken im im fernen fernen Osten Osten gebaut gebaut und und betrieben betrieben werden. werden. Das Das ist ist alles alles nicht nicht die die Aufgabe Aufgabe der der Deutschen Deutschen Bahn. Bahn. Und Und Sie Sie haben haben jetzt jetzt auch auch die die Dienstleistungen Dienstleistungen rund rund um um Mobilität Mobilität angesprochen. angesprochen. Da Da würde würde ich ich sagen, sagen, manchmal manchmal hat hat man man vielleicht vielleicht auch auch zu zu früh früh begonnen, begonnen, etwas etwas zu zu probieren. probieren. Da Da waren waren die die Menschen, Menschen, da da war war der der erforderliche erforderliche Teil Teil der der Gesellschaft Gesellschaft vielleicht vielleicht auch auch noch noch nicht nicht so so bereit. bereit. Aber Aber ich ich glaube, glaube, wenn wenn solche solche Dinge Dinge gut gut abgestimmt abgestimmt sind, sind, wenn wenn solche solche Dinge Dinge gut gut vorbereitet vorbereitet sind, sind, wenn wenn solche solche Dinge Dinge gut gut beworben beworben werden werden und und wenn wenn man man aber aber auch auch das das Durchhaltevermögen Durchhaltevermögen hat, hat, weil weil die die Leute Leute rennen rennen einem einem nicht nicht unbedingt unbedingt mit mit jedem jedem neuen neuen Angebot Angebot sofort sofort die die Bude Bude ein, ein, sondern sondern die die Menschen, Menschen, und und das das ist ist ja ja das das Problem Problem im im Bereich Bereich der der Verkehrspolitik, Verkehrspolitik, konkret konkret der der Personenbeförderung, Personenbeförderung, die die sind sind sehr sehr an an ihren ihren Gewohnheiten Gewohnheiten orientiert. orientiert. Ja, Ja, es es gelingt gelingt nicht nicht mit mit einem einem besseren besseren Fahrplan Fahrplan mal mal so so geschwind geschwind die die Leute Leute vom vom Autofahren Autofahren abzuhalten. abzuhalten. Die Die Leute Leute sind sind da da sehr sehr träge träge ihren ihren Gewohnheiten Gewohnheiten folgend. folgend. Deswegen Deswegen braucht braucht man man immer immer auch auch einen einen längeren längeren Atem, Atem, bis bis sich sich neue neue Angebote Angebote etabliert etabliert haben. haben. Vielleicht Vielleicht noch noch einen einen Punkt Punkt dazu. dazu. Also Also jetzt jetzt ist ist sind sind die die Trassen Trassen von von der der Gewinnerzielungsabsicht Gewinnerzielungsabsicht befreit. befreit. Das Das ist ist ja ja praktisch, praktisch, wenn wenn ich, ich, das das war war ein ein bisschen bisschen theoretisch theoretisch in in der der Erklärung. Erklärung. Ich Ich würde würde die die Shownotes Shownotes nochmal nochmal so so etwas etwas reinpacken. reinpacken. Das Das sind sind ja ja in in gewisser gewisser Weise Weise relativ relativ natürliche natürliche Monopole, Monopole, mit mit denen denen man man schlecht schlecht Geld Geld verdienen verdienen kann. kann. Und Und das das würde würde ich ich ein ein bisschen bisschen aufdröseln, aufdröseln, weil weil die die Frage Frage ist ist jetzt jetzt einfach, einfach, mit mit den den Trassen Trassen kann kann man man schlecht schlecht Geld Geld verdienen. verdienen. Und Und das das ist ist
deutlich deutlich Geld Geld verdient. verdient. Sie Sie hat hat teilweise teilweise sogar den den Betrieb Betrieb und und die die zur zur Verfügungstellung Verfügungstellung der der Infrastruktur Infrastruktur als als den den größten größten Gewinnblock Gewinnblock im im gesamten gesamten Unternehmen Unternehmen gehabt. gehabt, Ja? ja. Und Und das das ist ist natürlich natürlich schon schon ein ein Stück Stück weit weit absurd, absurd, denn denn die die Infrastruktur Infrastruktur muss muss ja ja allen allen zur zur Verfügung Verfügung stehen. stehen, Allen allen Unternehmen, Unternehmen, ob ob sie sie jetzt jetzt zur zur Deutschen Deutschen Bahn Bahn gehören gehören oder oder zu zu anderen anderen Staatsbahnen Staatsbahnen oder oder zu zu privatem privatem Wettbewerb Wettbewerb gehören, gehören, die die Infrastruktur Infrastruktur ist ist für für alle alle da. da Und und sie sie ist ist viel viel zu zu kompliziert kompliziert organisiert organisiert und und sie sie ist ist eben eben gewinnorientiert, gewinnorientiert, bis bis heute heute gewinnorientiert. gewinnorientiert. Wir Wir werden werden das das ändern. ändern. Wir Wir werden werden das das ändern, ändern, aber aber die die Infrastruktur Infrastruktur wird wird Teil Teil der der Deutschen Deutschen Bahn Bahn bleiben. bleiben. Sie Sie bleibt bleibt also also im im Staatseigentum. Staatseigentum. Das Das halten halten wir wir auch auch für für wichtig. wichtig. Wir Wir wollten wollten noch noch nie nie die die Infrastruktur Infrastruktur privatisieren, privatisieren, sondern sondern wir wir wollen wollen sie sie weiterhin weiterhin in in der der Hand Hand des des Staates Staates halten, halten, aber aber eben eben nicht nicht mit mit Gewinnaufschlägen, Gewinnaufschlägen, die die dann dann nachher nachher dazu dazu führen, führen, dass dass die die Nutzung Nutzung dieser dieser Infrastruktur, Infrastruktur, die die wir wir ja ja gerne gerne intensiviert intensiviert haben haben wollen wollen zugunsten zugunsten der der Fahrgäste, Fahrgäste, die die wollen wollen wir wir eben eben nicht nicht mehr mehr mit mit Gewinnzuschlägen Gewinnzuschlägen belastet belastet haben. haben. Okay, gut. Aber ich höre so ein bisschen heraus, dass Sie die Bahn auf ihre Kernkompetenzen zusammenstutzen wollen. Ist ja ein riesiger Verkehrskonzern mit Speditionen, mit den 7 Millionen, die täglich Sie nutzen, um zu pendeln allein schon. Genau, also wir wollen sie, So so haben haben wir wir es es im im Koalitionsvertrag Koalitionsvertrag formuliert, formuliert. wir Wir wollen die wollen die Deutsche Deutsche Bahn Bahn effizienter effizienter und und transparenter transparenter machen. machen. Und Und aus aus meiner meiner Sicht Sicht ist ist es es mit mit weit weit über über 600 600 Unternehmenstöchtern Unternehmenstöchtern nicht nicht möglich. möglich. Man Man weiß weiß auch auch in in der der Öffentlichkeit Öffentlichkeit ziemlich ziemlich wenig, wenig, was was da da an an Aktivitäten Aktivitäten läuft. läuft. Die Die Deutsche Deutsche Bahn Bahn veröffentlicht veröffentlicht ja ja auch auch immer immer nur nur das das an an Bilanzen, Bilanzen, was was sie sie unbedingt unbedingt vom vom Gesetz Gesetz her her veröffentlichen veröffentlichen muss, muss, obwohl obwohl es es ein ein Bundesunternehmen Bundesunternehmen ist. ist. Gibt Gibt es es da da wenig wenig Transparenz Transparenz und und wir wir wollen wollen eben, eben, dass dass die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn in in erster erster Linie Linie für für Personen- Personen- und und Güterverkehr Güterverkehr in in Deutschland Deutschland und und auf auf der der Schiene, Schiene, aber aber natürlich natürlich auch auch gerne gerne im im benachbarten benachbarten Ausland Ausland da da ist ist und und dass dass sich sich das das Management Management voll voll auf auf diese diese Aufgabe Aufgabe konzentriert konzentriert und und nicht nicht guckt, guckt, was was irgendwo irgendwo in in fernen fernen Ländern Ländern gerade gerade läuft läuft oder oder aber aber was was auf auf der der Straße Straße oder oder in in der der Seeschifffahrt Seeschifffahrt oder oder im im Luftverkehr Luftverkehr los los ist. ist. Das Das ist ist nicht nicht die die Aufgabe, Aufgabe, jedenfalls jedenfalls nicht nicht die die primäre primäre Aufgabe Aufgabe der der Deutschen Deutschen Bahn. Bahn. Wir Wir wollen, wollen, dass dass man man sich sich aufs aufs Kerngeschäft Kerngeschäft konzentriert. konzentriert. Das Das ist ist die die Erwartung Erwartung der der Öffentlichkeit Öffentlichkeit und und es es ist ist auch auch die die Aufgabe Aufgabe eines eines Unternehmens, Unternehmens, das das sich sich in in öffentlicher öffentlicher Hand Hand befindet. befindet. Ja, Ja, aber aber es es passt passt ja ja nicht nicht ganz ganz zu zu diesem diesem Innovationsfeld, Innovationsfeld, das das wir wir hier hier beschreiben. beschreiben. Die Die Autohersteller Autohersteller fangen fangen mit mit Lastenrädern Lastenrädern an, an, sie sie entwickeln entwickeln sich sich in in andere andere Bereiche Bereiche rein. rein. Volkswagen Volkswagen entwickelt entwickelt Batterielösungen. Batterielösungen. Es Es gibt gibt viele viele spannende spannende Startups, Startups, die die Lücken Lücken schließen schließen in in den den Angeboten. Angeboten. Man Man experimentiert experimentiert jetzt jetzt sehr sehr viel, viel, notgedrungen, notgedrungen, klimapolitisch, klimapolitisch, einfach, einfach, aber aber natürlich natürlich auch, auch, das das Elektroauto Elektroauto verkauft verkauft sich sich auch auch schon schon in in der, der, selbst selbst in in der der Corona-Krise Corona-Krise relativ relativ gut. gut. Das Das ist ist eine eine große große Gemengelage. Gemengelage. Und Und wenn wenn ich ich jetzt jetzt mir mir vorstelle, vorstelle, dass dass die die Bahn Bahn wieder wieder nur nur sehr sehr effizient effizient werden werden soll, soll, sehr sehr schlank schlank und und auf auf ihre ihre Kernaufgaben, Kernaufgaben, nämlich nämlich Menschen Menschen von von A A nach nach B B zu zu bringen, bringen, auf auf dem dem deutschen deutschen Schienennetz Schienennetz beschränkt beschränkt werden werden soll, soll, dann dann kann kann sie sie keine keine große große aktive aktive Rolle Rolle in in diesen diesen Veränderungen Veränderungen und und in in diesen diesen Innovationsfeldern, Innovationsfeldern, die die wir wir heute heute bearbeiten bearbeiten haben, haben, oder? oder? Doch, Doch, das das kann kann sie. sie. Das Das kann kann sie sie absolut. absolut. Denn Denn nehmen nehmen wir wir mal mal den den Bereich Bereich des des Güterverkehrs. Güterverkehrs. Über Über 100 100 Jahre Jahre war war ein ein Güterwagen, Güterwagen, man man sagt sagt in in der der Branche Branche manchmal, manchmal, ein ein dummes dummes Stück Stück Blech. Blech. Also Also einfach einfach eine eine Blechschüssel Blechschüssel mit mit unten unten einem einem Parallelen Parallelen dran. dran. Ja, Ja, ganz ganz einfach, einfach, ganz ganz primitiv. primitiv. Und Und dieser dieser Güterwagen, Güterwagen, der der entwickelt entwickelt sich. sich. Er Er wird wird digitaler, digitaler, indem indem man man dann dann beispielsweise beispielsweise feststellen feststellen kann, kann, wo wo die die Ware Ware sich sich gerade gerade befindet, befindet, ob ob sie sie fährt fährt oder oder ob ob sie sie steht steht und und wo wo sie sie jetzt jetzt gerade gerade auf auf der der Strecke Strecke ist. ist. Der Der Güterwagen Güterwagen wird wird leiser leiser durch durch innovative innovative Techniken. Techniken. Wir Wir sind sind dran, dran, den den Güterwagen Güterwagen so so zu zu entwickeln, entwickeln, dass dass er er auch auch zum zum Beispiel Beispiel gekühlte gekühlte Ware Ware oder oder zu zu kühlende kühlende Ware Ware transportieren transportieren kann. kann. Wir Wir haben haben das das Thema Thema digitale digitale automatische automatische Kupplung, Kupplung, hatten hatten wir wir vorhin vorhin schon, schon, damit damit das das händische händische Kuppeln Kuppeln überflüssig überflüssig wird. wird. Wir Wir haben haben im im Bereich Bereich der der Personenzüge Personenzüge inzwischen inzwischen alternative alternative Antriebe. Antriebe. Wir Wir haben haben die die Brennstoffzelle Brennstoffzelle mit mit Wasserstoff. Wasserstoff. Wir Wir haben haben den den batterieelektrischen batterieelektrischen Zug. Zug. Inzwischen Inzwischen drei drei Hersteller, Hersteller, die die das das anbieten, anbieten, die die Deutsche Deutsche Bahn, Bahn, die die das das auch auch ausprobt, ausprobt, austestet austestet und und in in den den nächsten nächsten Jahren Jahren auch auch immer immer mehr mehr Strecken, Strecken, die die nicht nicht elektrifiziert elektrifiziert sind, sind, zum zum Einsatz Einsatz bringen bringen wird. wird. Wir Wir haben haben das das Thema Thema
Fahrradparkhäuser und all diese Dinge. Und da spielt die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn natürlich natürlich auch auch eine eine wichtige wichtige Rolle, Rolle, aber aber nicht nicht alleine, alleine, sondern sondern zusammen zusammen mit mit anderen anderen Playern, Playern, die die in in diesen diesen Segmenten Segmenten auf auf dem dem Markt Markt sind. sind. Also Also das das heißt, heißt, auch auch in in ihren ihren angestammten angestammten Aufgabenfeldern Aufgabenfeldern und und dem, dem, was was direkt direkt dazugehört, dazugehört, hat hat die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn eine eine ganze ganze Menge Menge zu zu leisten. leisten. Manches Manches tut tut sie sie schon, schon, manches manches hat hat sie sie schon schon angepackt angepackt und und einiges einiges bleibt bleibt auch auch noch noch zu zu tun. tun. Also Also das das heißt, heißt, da da ist ist viel, viel, viel viel Raum Raum für für Innovation Innovation und und für für Digitalisierung. Digitalisierung. Ja, Ja, nur nur die die Frage, Frage, wird wird die die Bahn Bahn wirklich, wirklich, wir wir haben haben es es von von Nils Nils Heller Heller hier hier in in der der Podcast-Reihe Podcast-Reihe gehört, gehört, es es sollte sollte ja ja schon schon dieses dieses Jahr Jahr losgehen. losgehen. Im Im letzten letzten Jahr Jahr ist ist ja ja der der rechtliche rechtliche Rahmen Rahmen fürs fürs autonome autonome Fahren Fahren im im Bundestag Bundestag gelegt gelegt worden. worden. Also Also die die Typenzulassung Typenzulassung ist ist möglich. möglich. Dieses Dieses Jahr Jahr sollen sollen die die ersten ersten Fahrzeuge Fahrzeuge schon schon fahren. fahren. Wird Wird die die Bahn Bahn da da in in diesem diesem Innovationsfeld Innovationsfeld eine eine Rolle Rolle übernehmen? übernehmen? Das Das kann kann ich ich mir mir sehr sehr gut gut vorstellen, vorstellen, denn denn das das ergänzt ergänzt ja ja unmittelbar unmittelbar die die Beförderung Beförderung von von Menschen Menschen mit mit der der Bahn, Bahn, dass dass es es dann dann auch auch weitergehen weitergehen muss, muss, denn denn es es ist ist richtig, richtig, dass dass das das Denken Denken und und das das Handeln Handeln und und die die Verantwortung Verantwortung der der Bahn, Bahn, in in dem dem Fall Fall der der Deutschen Deutschen Bahn, Bahn, nicht nicht da da einfach einfach aufhört, aufhört, wo wo der der Mensch Mensch den den Zug Zug verlassen verlassen hat, hat, sondern sondern die die meisten meisten müssen müssen ja ja auch auch noch noch irgendwie irgendwie weiterkommen. weiterkommen. Und Und da da gehört gehört dann dann eben eben das das Fahrrad Fahrrad genauso genauso dazu dazu wie wie der der Stellplatz Stellplatz für für das das Carsharing-Auto Carsharing-Auto oder oder eben eben auch auch dann dann irgendwann, irgendwann, wenn wenn die die Technik Technik und und das das Recht Recht auch auch so so weit weit entwickelt entwickelt sind, sind, dass dass es es dann dann möglich möglich ist, ist, auf auf der der Straße Straße mit mit autonomen autonomen Fahrenden Fahrenden Kleinfahrzeuge Kleinfahrzeuge zu zu fahren. fahren. Wie Wie gesagt, gesagt, die die Dinge Dinge müssen müssen vernetzt vernetzt gedacht gedacht werden, werden, die die müssen müssen im im Zusammenhang Zusammenhang gesehen gesehen werden. werden. Und Und da da bietet bietet die die Digitalisierung Digitalisierung eine eine Menge Menge an an Möglichkeiten. Möglichkeiten. Das Das autonome autonome Fahren Fahren bietet bietet einiges einiges an an Möglichkeiten. Möglichkeiten. Und Und da da gibt gibt es es einige einige Spielfelder Spielfelder für für Unternehmen Unternehmen wie wie die die Deutsche Deutsche Bahn, Bahn, auch auch da da aktiv aktiv zu zu werden. werden. Würden Würden Sie Sie dann dann aber aber auch auch eine eine strategische strategische Partnerschaft Partnerschaft meinetwegen meinetwegen mit mit einem einem Autohersteller Autohersteller befürworten? befürworten? Ich Ich befürworte, befürworte, wenn wenn die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn oder oder auch auch andere andere Eisenbahnverkehrsunternehmen Eisenbahnverkehrsunternehmen Partnerschaften Partnerschaften eingehen eingehen und und damit damit ihren ihren Fahrgästen Fahrgästen auch auch den den Zugang Zugang zu zu anderen anderen Verkehrsmitteln Verkehrsmitteln erleichtern, erleichtern, mit mit denen denen sie sie zum zum Beispiel Beispiel an an den den Bahnhof Bahnhof kommen kommen oder oder vom vom Bahnhof Bahnhof wegkommen. wegkommen. Ja, Ja, auf auf jeden jeden Fall. Fall. Ich Ich meine, meine, es es gibt gibt ja ja auch auch heute heute schon schon jede jede Menge Menge Kooperationen. Kooperationen. Gucken Gucken Sie Sie sich sich mal mal an, an, die die Bahnhöfe. Bahnhöfe. Da Da stellt stellt dann dann die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn stellt stellt dann dann Flächen Flächen zum zum Beispiel Beispiel der der jeweiligen jeweiligen Kommune Kommune zur zur Verfügung, Verfügung, die die dann dann dort dort einen einen Busbahnhof Busbahnhof baut baut oder oder die die dort dort dann dann Carsharing-Stellplätze Carsharing-Stellplätze zur zur Verfügung Verfügung stellt stellt oder oder Anbietern, Anbietern, die die elektrische elektrische Tretroller Tretroller dort dort zur zur Verfügung Verfügung stellen. stellen. Also Also solche solche Kooperationen Kooperationen gibt gibt es es schon, schon, auch auch beim beim Fahrradparken. Fahrradparken. Wir Wir haben haben da da jede jede Menge Menge Schnittstellen Schnittstellen und und da da kann kann die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn teilweise teilweise eigenständig eigenständig aktiv aktiv werden, werden, aber aber teilweise teilweise eben eben auch auch mit mit Kooperationspartnern. Kooperationspartnern. Ja, Ja, aber aber also also es es muss, muss, momentan momentan stehe stehe ich ich noch noch so so ein ein bisschen bisschen vor vor der der Frage, Frage, ist ist es es wirklich wirklich ein ein Kernbedürfnis Kernbedürfnis auf auf die die Schiene Schiene und weg mit den alten Logistikdienstleistern, den Logistikpartnern, den ganzen weltweiten und kommt, muss jetzt nicht auch nochmal, kommt dann, also bleibt es bei einer Fokussierung auf die Kernkompetenzen oder kommt jetzt wieder ein großer Gemischtwarenladen, der sich in verschiedene Bereiche des Verkehrs weiterentwickelt? Also Also im im Fokus Fokus muss muss bleiben bleiben die die Schiene. Schiene. Das Das ist ist das das Kerngeschäft Kerngeschäft der der Deutschen Deutschen Bahn. Bahn. Das Das ist ist das das Kerngeschäft. Kerngeschäft. Aber Aber es es endet endet eben eben nicht nicht hart hart dort, dort, wo wo die die Schiene Schiene zu zu Ende Ende ist ist oder oder wo wo die die Fahrt Fahrt eines eines Fahrgastes Fahrgastes zu zu Ende Ende ist, ist, sondern sondern es es muss muss ja ja auch auch im im Interesse Interesse der der Deutschen Deutschen Bahn Bahn liegen, liegen, dass dass der der Fahrgast Fahrgast vom vom Bahnhof, Bahnhof, wo wo er er ausgestiegen ausgestiegen ist, ist, weiter weiter an an sein sein Ziel Ziel kommt. kommt. Und Und ob ob die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn dieses dieses dann dann selber selber macht macht oder oder in in Kooperation Kooperation oder oder ob ob sie sie dann dann Flächen Flächen an an ihrem ihrem Bahnhof Bahnhof für für andere andere Verkehrsmittel Verkehrsmittel zur zur Verfügung Verfügung stellen. stellen. Das Das muss muss von von Fall Fall zu zu Fall Fall entschieden entschieden werden. werden. Aber Aber das das Kerngeschäft Kerngeschäft wird wird immer immer die die Schiene Schiene bleiben bleiben und und sein sein müssen, müssen, aber aber eben eben die die Verantwortung Verantwortung endet endet nicht nicht am am Bahnhof. Bahnhof. Die Die Verantwortung Verantwortung endet endet nicht nicht beim beim Aussteigen Aussteigen des des Fahrgastes, Fahrgastes, sondern sondern die die geht geht weiter, weiter, in in welcher welcher Form Form auch auch immer immer sie sie ausgeübt ausgeübt wird. wird. Und Und es es gilt gilt natürlich natürlich auch auch im im Bereich Bereich des des Güterverkehrs. Güterverkehrs. Wenn Wenn ich ich sage, sage, die die Deutsche Deutsche Bahn Bahn hat hat sich sich da da auf auf Deutschland Deutschland und und die die Nachbarländer Nachbarländer und und die die Schiene Schiene zu zu konzentrieren konzentrieren und und die die Frage, Frage, ob ob Schenker Schenker dazugehören dazugehören muss, muss, die die muss muss man man in in Frage Frage stellen. stellen. Dann Dann heißt heißt es es ja ja nicht, nicht, dass dass nicht nicht mit mit anderen anderen
zusammenarbeitet. Das wird sie auch machen müssen, damit die Güter überhaupt zum KV-Terminal kommen, damit sie überhaupt auf die Schiene verladen werden. Aber sie sollte sich eben nicht selber Konkurrenz machen. Und das ist eben manchmal der Fall, im Fall von Schenker beispielsweise. Der Schenker investiert praktisch ausschließlich in Unternehmensstandorte, die gar keinen Gleisanschluss haben. Und warum, bitteschön, muss ein solches Unternehmen dann in der Hand der Deutschen Bahn sein, wenn es da gar keine Berührungspunkte zur Schiene gibt? Also diese Berührungspunkte, die müssen immer da sein. Aber wenn die Deutsche Bahn mithilft, durchgehende Transportketten im Güterverkehr oder durchgehende Reiseketten im Personenverkehr zu ermöglichen, zu erleichtern, zu fördern, dann ist das absolut richtig und absolut unterstützenswert. Gut. Wir haben hier in einem neuen, in der New Mobility auch noch zwei oder mehrere Konzepte, die wirklich ja die Schiene neu denken. Ich denke mal, Sie kennen das Konzept Ottobahn, was ja im Prinzip so eine Seilbahn ist, die auch schon on demand, also digital funktionieren könnte. Da komme ich wieder auf meine große Grundfrage raus. Wie viel Infrastrukturumbau ist vor der Klimawende eigentlich noch vertretbar? Können wir noch wirklich massiv Infrastrukturen ausbauen? Denn mit Infrastrukturen entsteht ja erstmal CO2-Abdruck. Sind diese Konzepte wirklich für Sie reizvoll, um die Schiene und eben damit auch dieses ganze Konzept von hochineffizienter Mobilität weiter voranzutreiben? Sehen Sie es eher grundsätzlich kritisch oder was sind diese Konzepte, die neuen Konzepte auf der Schiene für Sie wert? Also, wir werden Infrastrukturausbau brauchen. Wir werden es auch brauchen, um Klimaziele zu erreichen. Ja, im Bereich beispielsweise, auch wenn es jetzt nicht unser großes Thema ist, aber darauf ist ja auch die Schiene letztlich angewiesen, dass sie genügend Strom hat, um fahren zu können. Wir werden den Ökostrom, der eben immer mehr im Norden als im Süden produziert werden wird, in den Süden zu bringen, wo große Stromabnehmer sind. Ja, dazu braucht man große Übertragungsnetze, das ist Infrastruktur. Wenn wir mehr Verkehr auf die Schiene verlagern wollen, dann brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur. Teilweise können wir die Kapazität im Bestand erhöhen. Ich habe das Thema ETCS angesprochen, also eine digitale Möglichkeit. Ich habe auch das Thema angesprochen, Verkürzung von Blockabständen. Da werden wir als Regierungskoalition sehr schnell ein Programm in die Wege leiten. Das wird aber nicht ausreichen, um die erforderliche die entsprechende Kapazität zu schaffen, um Güter und Personenverkehre auf die Schiene zu verlagern. Und dann brauchen wir natürlich zusätzliche Infrastruktur. Also das heißt, die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten für Infrastruktur im Allgemeinen, sondern die Infrastruktur muss helfen, Klimaziele zu erreichen. Schieneninfrastruktur durch die hohe Energieeffizienz und dadurch, dass es sehr leicht ist, aus den fossilen Antrieben auszusteigen, ist ein Beitrag für den Klimaschutz. Und deswegen ist auch der Aus- und auch der Neubau von Schienenwegen im Grundsatz gut für die Klimaziele. Dasselbe gilt natürlich nicht für die Straßen. Wir haben in Deutschland eines der dichtesten Straßennetze. Und hier ist nicht nur der Faktor, wie viel Belastung, Klima- und Umweltbelastung ist mit der Infrastruktur an sich verbunden, sondern da gehört dann eben auch der Verkehr, der darauf fahren soll. Und der ist eben weitaus weniger energieeffizient, der ist weitaus schwerer zu dekarbonisieren als der Schienenverkehr. Und deswegen ist es richtig, klare Favorisierung für den Ausbau der Schienenwege und auf die Bremse treten beim Aus- und Neubau der Straßen, denn davon haben wir in Deutschland weitgehend genug. Okay, vielleicht zum Abschluss. Was sind so die Top-Aufgaben in der näheren Zeit, in den nächsten 2, 3 Jahren? Wo würden Sie wirklich noch Infrastruktur ausbauen, um einen positiven Verkehrseffekt zu haben? Also es ist immer ein bisschen in dieser Bahnpolitik oder auch in Infrastruktur sich so ein bisschen allgemein, aber die Frage ist, wenn man zum Beispiel, muss man Leipzig mit Berlin besser verbinden über eine Strecke? Und wie entscheidet man das eigentlich bei so einem Infrastrukturausbau? Weil um das Ganze mal ein bisschen konkreter zu machen, so viele Menschen beschäftigen sich ja nicht mit Bahnpolitik.
Naja, fast Fast jeder, jeder, der der mit mit der der Bahn Bahn fährt, fährt, ist ist dann dann natürlich natürlich auch auch entsprechend entsprechend Expertin Expertin oder oder Experte. Experte. Aber Aber jetzt jetzt im im Ernst, Ernst, also also die die Frage Frage ist ist relativ relativ einfach einfach zu zu beantworten, beantworten, denn denn wir wir verfolgen verfolgen in in der der Politik Politik und und auch auch in in der der ganzen ganzen Branche Branche inzwischen inzwischen den den Deutschlandtakt. Deutschlandtakt. Das Das ist ist also also der der integrale integrale Taktfahrplan. Taktfahrplan. Und Und der der große große Paradigmenwechsel Paradigmenwechsel liegt liegt darin, darin, dass dass man man erst erst einen einen Fahrplan Fahrplan entwickelt, entwickelt, wie wie man man denkt, denkt, dass dass die die meisten meisten Menschen Menschen davon davon profitieren, profitieren, weil weil sie sie dann dann einfach einfach schneller schneller und und einfacher einfacher an an ihr ihr Ziel Ziel kommen. kommen. Und Und dann dann schaut schaut man man in in dem dem zweiten zweiten Schritt, Schritt, welche welche Infrastruktur Infrastruktur ist ist dafür dafür notwendig? notwendig? Wo Wo reicht reicht die die Infrastruktur, Infrastruktur, um um diesen diesen Fahrplan Fahrplan fahren fahren zu zu können? können? Und Und wo wo muss muss Infrastruktur Infrastruktur angepasst angepasst werden? werden? Das Das heißt, heißt, wir wir arbeiten arbeiten heute heute wesentlich wesentlich zielgesteuerter zielgesteuerter als als früher, früher, wo wo man man einfach einfach nach nach irgendwelchen irgendwelchen politischen politischen Gutdünken Gutdünken irgendwo irgendwo mal mal eine eine Neubaustrecke Neubaustrecke in in die die Landschaft Landschaft gesetzt gesetzt hat, hat, um um dann, dann, wenn wenn sie sie für für 10 10 Milliarden Milliarden Euro Euro fertig fertig geworden geworden ist, ist, festzustellen, festzustellen, irgendwie irgendwie lässt lässt sich sich damit damit kein kein vernünftiger vernünftiger Fahrplan Fahrplan betreiben. betreiben. Man Man transportiert transportiert die die Leute Leute zwar zwar mit mit Tempo Tempo 250 250 oder oder 300, 300, aber aber die die gewonnene gewonnene Reisezeit Reisezeit verlieren verlieren sie, sie, weil weil sie sie eine eine Dreiviertelstunde Dreiviertelstunde auf auf den den Anschlusszug Anschlusszug warten warten müssen, müssen, weil weil die die Dinge Dinge einfach einfach nicht nicht zusammengedacht zusammengedacht werden. werden. Heute, Heute, integraler integraler Taktfahrplan Taktfahrplan Deutschlandtakt, Deutschlandtakt, wir wir haben haben einen einen Zielfahrplan. Zielfahrplan. Also Also das das heißt, heißt, einen einen Fahrplan, Fahrplan, den den wir wir erreichen erreichen wollen. wollen. Mit Mit dem dem Ausbau Ausbau der der Infrastruktur. Infrastruktur. Deswegen Deswegen stochern stochern wir wir da da nicht nicht im im Nebel Nebel rum. rum. Wir Wir bauen bauen nicht nicht nach nach Jux Jux und und Dollerei-Infrastruktur Dollerei-Infrastruktur aus, aus, sondern sondern wir wir bauen bauen die die Infrastruktur Infrastruktur für für die die Schiene Schiene genauso genauso aus, aus, wie wie sie sie notwendig notwendig ist, ist, um um mehr mehr Menschen Menschen auf auf der der Schiene Schiene befördern befördern zu zu können, können, und und zwar zwar pünktlicher, pünktlicher, zuverlässiger, zuverlässiger, schneller schneller und und attraktiver, attraktiver, komfortabler komfortabler als als bisher. bisher. Also Also wir wir haben haben eine eine klare klare Grundlage, Grundlage, eine eine klare klare Vision, Vision, an an der der wir wir arbeiten. arbeiten. Und da Und da wird wird jedes jedes Jahr Jahr ein ein Stück Stück weit weit davon davon realisiert. realisiert. Das Das geht geht Step Step for for Step, Step, nicht nicht alles alles auf auf einmal, einmal, leider. leider. Und Und da da werden werden wir wir noch noch viele viele Jahre Jahre brauchen, brauchen, bis bis es es abschließend abschließend fertiggestellt fertiggestellt ist. ist. Aber Aber wir wir machen machen es, es, wie wie die die Schweiz Schweiz es es uns uns vorgemacht vorgemacht hat. hat. Wir Wir versuchen, versuchen, jedes jedes Jahr Jahr ein ein bisschen bisschen besser besser zu zu werden, werden, mit mit einer einer besseren besseren Infrastruktur, Infrastruktur, bessere bessere Fahrpläne Fahrpläne anbieten anbieten zu zu können, können, für für den den Güterverkehr Güterverkehr mehr mehr Trassen Trassen zur zur Verfügung Verfügung stellen stellen zu zu können, können, damit damit es es gelingt, gelingt, mehr mehr Menschen Menschen und und mehr mehr Güter Güter für für die die umwelt- umwelt- und und klimafreundlichere klimafreundlichere Schiene Schiene zu zu gewinnen. gewinnen. Vielen Vielen Dank, Dank, Herr Herr Gassel, Gassel, für für dieses dieses Gespräch. Gespräch. Ich Ich danke danke auch. auch. Alles Alles Gute. Gute. Bis Bis dann. dann.